Willkommen zu einem neuen Video von Madden Sensei. Ich bin der Mogga und heute geht es weiter mit Quick Hike, dem Beginner Guide zu Madden Ultimate Team. Falls ihr mehr von uns sehen wollt, lasst ein Abo da und falls euch das Video gefällt, klickt auf den Daumen nach oben. Heute startet einer der größten Promos von Madden Ultimate Team, nämlich Most Feared. Most Feared kommt immer um Halloween herum. Das grundlegende Thema ist dabei natürlich Schrecken, Geister, Scary Stuff eben. Aus diesem Grund war es die letzten Jahre so, dass die Promo in verschiedenen Scary-Kategorien wie Scary Tall, Scary Strong und so weiter unterteilt war. Das ist dieses Jahr auch der Fall. Und Teil 1 der Most Feared Promo ist Scary Sharp. Hier hätte man was mit Gen Sharp machen können, aber das finde wohl nur ich witzig. Es gibt dabei viele neue Karten. Erwähnenswert ist die Limited für Khalil Mack und die Masterkarten für Troy Polamalu sowie Russell Wilson. Es gibt auch wieder neue Sets, um Polamalu und Wilson zu bekommen, jeweils inklusive deren Power-Ups. Auch zu den Sets gehört Craft Cauldron. Dabei werden Mixturen verwendet, um verschiedene Karten herzustellen. Wobei die Mixturen im Prinzip nur Collectibles sind. Der beste Spieler, den man durch das Mischen bekommen kann, ist hier 90 Overall Cameron Jordan. Neue Challenges gibt es natürlich auch. Zum einen den Boneyard Brawl und zum anderen Escape from Castle Jakenstein. Für die nächsten Teile von Most Feared wird es hier noch weitere geben. Endlich wieder dabei sind neue House Rules. Wer die House Rules nicht kennt, das sind Spiele meist kürzerer Natur, für die im Vergleich zu den Season Games unterschiedliche Regeln gelten. Sie sind für 3 Tage spielbar und werden dann von einer neuen Version House Rules abgelöst. Die ersten 3 Tage heißen die House Rules Turnover Terror. Man hat bei 20 und 1 3 Versuche auf ein neues First Down. Ein First Down gibt 2 Punkte. Eine INT bzw. ein Fumble beendet das Spiel sofort. Im Store gibt es auch wieder neue Packs. Es gibt welche für Points, aka Geld, andere für Trophies und wiederum andere für die neue Währung Treats. Die Währung Treats werde ich weiter in der Most Feared Promo begleiten. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen im dritten Quick Hike Video. Bis demnächst, euer Mogga von den Madden Senseis. Oh, Fumble, Fumble!